Hallo, heute wieder ein kleiner Quick-Tipp zu Google. Ich habe ja hier meinen Twitter und da sehe ich manchmal immer so Kommentare wie wer weiß was und dann kommt ein bestimmtes Wort heißt. Nun, da gibt's Abhilfe. Entweder man schaut selber im Internet nach und recherchiert und wenn man das macht, dann muss man das natürlich auch richtig eingeben, so damit ihre Standardsuchmaschine das auch richtig interpretiert, was sie da überhaupt meinen. Und da bietet sich Google super an. Hier gibt es eigentlich wieder ein kleines Extra. Und wir wollen jetzt mal wissen, was Video eigentlich so genau heißt. Deswegen gehen wir einfach mal ein. Definiere Video. So. Ganz normal definiere Video. Oder definiere Internet, definiere Sprache, was auch immer Sie da eingeben wollen. Wenn Sie zum Beispiel auch ein Wort stolpern, was Sie wieder nicht kennen, geben Sie das da ein. Das sollte normalerweise auch funktionieren. Und dann gehen Sie einfach auf Google Suche. Und zu 99% der Fälle, wenn Sie es richtig eingegeben haben, beziehungsweise wenn Google das Wort versteht, kommt als erstes ein Wikipedia-Eintrag mit der Definition von Video im Web. Gekennzeichnet ist das mit einem kleinen Buch links. Und wenn wir da mal draufklicken, dann öffnet sich ein weiteres Fenster, wo wir jetzt hier verschiedene Wikipedia-Artikel auswählen können und darunter befinden sich noch andere, ich sage jetzt mal, Webseiten, die mit dem Video, mit der Definition von Video etwas zu tun haben. Und wir gehen jetzt hier mal auf Wikipedia, Fachbegriffe aus der Videowelt und jetzt sehen Sie hier verschiedene Fachbegriffe, die es in der Videosprache, sage ich jetzt mal, okay, Videosprache stimmt auch wieder nicht ganz, aber die in der Videobearbeitung, in der Video, ja, Videosprache stimmt eigentlich, verwendet wird. Aber die davor kommen in der Sparte Video, so muss ich sagen. Videosprache klingt ein bisschen komisch. Und wie gesagt, das geht mit dem anderen Begriff. Definiere, was haben wir vorhin gehabt? Sprache hatten wir, glaube ich, vorhin. So, definiere Sprache, Google Suche und hier oben kommt wieder Definition von Sprache. Jetzt mache ich mal was, was ich vorher noch nicht getestet habe. Ich gebe hier einfach mal LOL ein. Kommt häufiger vor. Und er findet sogar Definition von LOL im Web. Jetzt gebe ich mal Roffel ein. Findet er auch. Also für diejenigen, die keinen Plan haben, was Abkürzungen heißen, empfiehlt sich diese Funktion von Google. Nun, gut, soviel zu dem. Okay.